Hallo liebe F1-Mitglieder, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute bei einem relativ kurzen Training, also keine volle Stunde, bisschen weniger. Wir fangen an, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Step Touch. Noch 4, 3, 2, Step Touch. Ha. Step Touch. Geht bitte zuerst mit der Ferse auf den Boden, Kniefußspitze leicht nach außen. Spann den Bauch an, Beckenboden schließen, die Schultern gehen zurück, Brustbein heben. Wie üblich, Kopf in Verlängerung der Halswirbelsäule. 4 noch, 3 noch, 2 noch, Side to Side. Ha. Dynamische Arme, spannt alles an. 4 mehr noch, 4, 3 noch. 2 noch. Step Touch. Jetzt. 4 mehr. 4. 3. Side to side. Jetzt schon. 4 mehr. 4. 3. Letzte Runde. Step Touch. 4 mehr. 4. Starke Arme. Side to side. Und da bleiben wir auch. Noch 4. 3. Side to side bleiben. Ha. Arme zur Seite. Side leg lift. Im Wechsel. Noch 4. 3. 2. Und jetzt nur das linke Bein heben, senken, heben, senken. So, Stabilität. Arme hoch und tief nehmen. Drück fast nach unten weg. Standbein ist gebeugt links. Kleine Pushes. Push, push. Rechtes Bein, Standbein. Jawohl. Gebeugt lassen. 4 mehr noch. 4. 3. 2. Nochmal Single jetzt. Und 8. Komplette Körperspannung. Vom hebenden Bein, Fußflex ranziehen. Noch 4. 3 noch. 2 noch. Starke Arme. Kleine Pushes. Push. Zieh. Zieh. Drück was weg nach unten. Mit Spannung. Bauchnabel nach innen. Beckenboden schließen. 4 mehr noch. 4. 3. Single. Jetzt. 8. 7. 6. 4 mehr noch. Standbein gebeugt. Noch 4. 3. Push. Jetzt. Push. Zieh. 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 Brustbein raus. Kopf in Verlängerung. Letzten 4. 3 noch. 2 noch. Aufgepasst. Step Touch nach links. Jetzt. Ha. Wieder in die Bewegung. 4 mehr noch. Noch 4. 3. 2. Side to side. Jetzt. Körperspannung. Nochmal den Bauchnabel nach innen oben ziehen. 4 mehr noch. 4. 3. 2. Der Schritt ist groß. Step Touch. Letzte Runde. 4 mehr. 4. 3. Side to side. Dynamisch. Ohne Arme. Arme zur Seite. Gleiche Arme. Wir machen genau das gleiche nochmal. Zur anderen Seite. Side leg lift. Ha. 4, 3. Nur das rechte Bein heben, senken, hoch. Auf. Arm wieder hoch. Und heben, senken. Standbein ist gebeugt. Links. Fußflex. Rechts. Zehenspitze ran. Pushen. Erste Runde schon. Zieh, zieh, zieh. So, nochmal den Bauch nachspannen. Becken bleibt nach vorne gerichtet. Starke Arme. 4 noch. 3. Arme bleiben leicht gebeugt. Kein Gelenkanschlag. Single. 8. 7. 6. 4 mehr. Noch 4. 3. Zweite Runde schon. Kleine Pushes. Zieh nach. Push. Zieh. Zieh. Zieh.
Fußspitze ranziehen. Standbein gebeugt. Jawohl. 4, 3. Single jetzt. Und 8, 7, 6. 4 mehr noch. Noch 4, 3, 2. Push es. Zieh nach. Push. Zieh. 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 Push. Push. 4 mehr. Noch 4, 3 noch. 2 noch. Achtung. Step touch nach rechts. Jetzt. Step touch. 4 mehr. 4, 3. Side to side. Jetzt. Starke Arme wieder. Körperspannung. Noch 4. Achtung, der Repeater. 3-mal nachziehen. Hierüber. Wechsel. Dynamische Arme. Wechsel. Wechsel. Step touch. 4 mehr. Side to side. Das bleibt immer gleich. Noch 4, 3. Repeater. 3-mal nachziehen. Hopp. Wechsel. 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 Nochmal rüber wechseln. Bleiben. Bleib. 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 Stückchen tiefer. Stückchen tiefer. Oberschenkel. Quadrizeps. Gesäß. Zieh nach. Die Hände gehen langsam an den Boden. Weiterziehen. Zieh. 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 Bleib schön tief. Hände bleiben am Boden. Fingerspitzen. Noch 4, 3. Hochkommen. Und 8, 7, 6. 4 mehr noch. Noch 4, 3. 2. Achtung, Step Touch nach links. Jetzt. Hopp. Jawohl. Side to side. Zieh. 4 mehr. 4, 3. Der Repeater zuerst hier rüber. Wechsel. Hopp. Wechsel. Wechsel. Nochmal zur anderen Seite. Jetzt. Bleib hier. Bleib. Bleib. Stückchen tiefer. Spann den Bauch an. Brustbein raus. Kopf in Verlängerung der Halswirbelsäule. Zieh. Stückchen tiefer. Zieh. 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 Blick zum Boden. Komm langsam hoch. Ha. Ha. 4 mehr noch. Noch 4. 3 noch. 2 noch. Step touch. Und. Ha. 4 mehr. 4. 3. Side to side. Alles bekannte Schritte. Jawohl. Repeater. Wechsel. Nochmal Repeater. Wechsel. Und nur Tap vor. Tap, 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 tap. So, schön aufrecht. Die Corrida zeigt es von der Seite. Spann den Bauch an. Brustbein gehoben. Halbe Zeit. So, es geht schon mit der Popo nach unten. Beide Fußsohlen bleiben am Boden. Schaut mal, gleiche Hand, gleicher Fuß. Gleiche Hand, gleicher Fuß. Und nochmal, ein Stückchen tiefer. Wir müssen schauen, dass wir Richtung Boden runterkommen mit der Hand, aber ohne den Oberkörper zu weit nach unten zu bewegen. Der Po geht runter. Das heißt, die Beine beugen sich. Zieh. Zieh.
Wer mehr Puls haben will, der darf gerne in der Mitte die Arme nach oben nehmen. Und wer möchte, geht jetzt ein Stückchen tiefer. Zieh, atme, zieh, atme. Schwingt nach oben. Wir sind schon bei der zweiten Runde. Jawohl. Ha. Ha. Zieh. Letzten. Acht. Sieben. Sechs. Vier mehr noch. Vier. Drei. Zwei. Von Anfang. Step Touch. Jawohl. Große Schritte. Side to side. Vier mehr noch. Vier. Drei. Der Repeater. Hier. Wechsel jetzt. Immer dreimal nachziehen. Wechsel. Wechsel. Tap vor. Und tap. Wir bleiben. Bisschen schneller. Ha. Jawohl. Ich zeig's von der Seite. Große Schritte jetzt. Dynamische Arme. Zieh. Zieh. Und. Zieh. Vier mehr noch. Vier. Drei. Double. Jetzt. Double. Double. Noch vier. Drei. Single. Double jetzt. Single. Double. Single. Double. Single, single, double. Ha. Ha. Ich kalte sie noch an der Seite. Hold. Aus dem Double machen wir einen Hold. Dynamische Arme, Sprinterarme. Hopp. Zieh. Zweite Runde schon. Hopp. 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 Jawohl. Letzter. Letzte Runde. Vier mehr. Noch vier. Drei noch. Zwei noch. Step Touch. Von Anfang. Erholung. So, ich hoffe, euch geht's gut. Es ist ein bisschen warm geworden, hoffentlich. Side to side. Step Touch. Vier mehr. Vier. Drei. Side to side. Vier mehr. Vier. Drei. Repeater. Wechsel. Wechsel. Hopp. Wechsel. Tap vor. Tap. 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 Noch vier. Drei. So der letzte bekannte Schritt. Squat tief hoch. Tief. Tief und hoch. Bleib hier. Sprung. 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 So. Dynamische Arme wieder. Zieh. Zieh. Wir drehen uns jetzt zur rechten Seite. Hier rüber. Hopp. Hopp. Nach links. Nach rechts. Links. Immer um 180 Grad. Nehmt die Arme zur Hilfe. Komm mit dem Popo runter. Sieben, sechs, fünf, vier, drei noch, zwei noch, stopp, rund, gerade, rund. Wir machen eine kleine Trinkpause, kleine, kleine Trinkpause und dann wieder gleich weiter an den Platz zurück.
Jawohl. Rund gerade. Mach dich rund. Entlastung für die Wirbelsäule. Komm langsam hoch. Step Touch. Von Anfang. Step Touch. Vier mehr noch. Vier, drei, Side to Side. Hopp. Jawohl. Repeater. Jetzt. Hopp. Wechsel. 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 Der Tap vor. Tap, 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 tap. Vier, drei, Erholung. Squat tief hoch, tief hoch. So, tief hoch. Wir machen den Sturm und Schwung. Sturm, Schwung. Wer möchte, nimmt nur die Ferse weg. Wer möchte, macht's wie die Corinna. Der kann springen. Je nachdem, was euer Boden hergibt. Oder der Nachbar unten. Tief. Hopp. Sprung. Tief. Oder nur Ferse heben. Aber das Ganze mit Körperspannung. Wenn ihr die Arme hochnehmt, lasst ihre Schultern bitte tief. Ihr dürft jetzt auch den Kopf loslassen. Wer sich zutraut. Hopp. Tief. Sprung. Tief. Noch acht. Tief. Tief. Schöner gerader Rücken. Hopp. Letzten vier. Loslassen. Gerader Rücken. Loslassen. Hopp. Jawohl. Marschieren. March. Breitbeinig hier. Breiter als die Hüfte. Vier mehr noch. Vier. Der Crossback zum Abschluss. Dann geht's ab an den Boden. Vier. Drei. Schritt. Kreuzen langsam. Schritt. Kreuz. Ihr bleibt hier mit der Hüfte vorne. Mal ganz ohne Takt. Einfach ganz langsam. Und schaut mal. Gegenhand geht auf den Gegenoberschenkel. Die andere Hand dreht sich auf. So, und wer möchte, kann wieder hier nach oben gehen. Stopp, wir beginnen schneller. Hopp. Und wer möchte, kann jetzt auch Richtung Boden oder auf deinem Oberschenkel bleiben. Hopp. Hauptsache, hinteres Knie beugen. Ja, hoch. Hoch, hopp, hoch, zieh. Jawohl. Zieh. Hopp. Zieh. Hoch, hopp, hoch. Schön aufdrehen. Wer möchte, schaut der Hand noch hinterher. Und wer sagt, nö, jetzt reicht's mir, der geht einfach wieder zurück auf den Oberschenkel. Nur weitermachen. Hinteres Knie beugen. Hopp. Letzten vier. Drei noch. Zwei noch. Step Touch. Letzte Runde. Und die verkürzen wir. Side to Side. Repeater. Hopp. Nochmal. Step vor. Squat. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief. Letzten vier. Drei. Die allerletzten Pushes. Push. Zieh nach. Push. Push. Jawohl. Noch acht. Gewicht auf die Ferse. Knie bleiben hinter der Fußspitze. Oberschenkel. Jawohl. Zieh. 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 Die allerletzten acht Stück für unseren Oberschenkel. Gesäß. Hopp. Zieh.
Rücken gerade, Brustbein raus, Popo nach hinten. Noch vier. Drei noch. Zwei noch. Entlastung. Rund. Gerade, mach dich rund. Gerade. Rund. Gerade. Komm langsam hoch. Wir marschieren zum kurzen Ende der Matte. Atmen ein. Atmen ein. Aus. Ein. Aus. Wir gehen tief. Beine beugen. Full Stretch. Beine beugen. Atmen ein. Aus. Full Stretch. Beine bleiben gestreckt. Walk vor. In den Stütz. Halten. Und atmen. Puls spüren. Vier. Drei. Zwei. Knie ablegen. Gewicht nach vorne. Über die Hände. Armbeuge nach vorne. Ellbogen eng am Oberkörper. Wir beugen die Arme. Strecken. Beug. Streck. Kopf in Verlängerung der Halswirbelsäule. Blick nach unten. Oberkörper legt nicht ab. Nochmal. Beug. Streck. Oberarm Rückseite hier. Der Trizep. Beug. Bauchnabel zieht fest nach innen. Stopp. Geh zurück. Zurück ins Child. Kurz ausruhen. Atmen. Noch vier, drei, zwei, wieder nach vorne. Schaut mal, ich gehe vor, Becken lasse ich sinken, Arme sind wieder eng, Fußspitzen aufstellen, Knie weg vom Boden, Knie ab, jetzt das Hochdrücken, zurück, nochmal langsam, komm vor, Arme beugen, bleib tief, Knie weg, Knie ab, jetzt erst hochdrücken und dann erst zurückschieben. Pause. Tempo. Jetzt. Vor. Beug. Knie weg. Knie tief. Drück dich hoch zurück. Halten. Nochmal. Hopp. Wir haben immer dazwischen eine Mini-Mini-Pause. Drück dich hoch. Rück. Nochmal. Vor. Beug. Knie weg. Knie ab. Drück dich hoch. Rück. Nochmal. Vor. Beug, Knie weg, Knie ab, drück dich hoch, ja, machen wir nochmal, vor, ha, Knie, drück dich hoch und dann erst zurück, Entspannung, Vorspannung, ha, Knie, drück dich hoch, geh zurück, wir bleiben hier, bleiben, wir nehmen die Hände ein bisschen weiter nach außen. Wir kommen nach vorne, bisschen nach innen die Hände drehen, Gewicht wieder über die Hände. Wer möchte, bleibt mit dem Knie am Boden, ansonsten Knie weg, ganz normale Brustliegestütz. Beug, streck, beug, streck, beug, streck, beug, streck, beug. Streck. Beug. Stopp. Knie ab. Geh zurück. Pause. Wieder die Hände eng. Komm nach vorne. In den Stütz. Wir sind jetzt beim Bauch. Querer Anteil. Hände richtig schön stabil. Die vordere Hand löst sich. Wir drehen uns nach vorne. Halten. Und jetzt hier nur kleine Pushes. Push, push. Arm nach oben. Finger spreizen. Zieh, zieh, zieh. Push, 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 push. Wir haben es gleich. Jawohl. Noch acht. Sieben. Sechs. Vier mehr noch. Noch vier. Drei. Zwei noch. Stopp. Hand zurück. Gewicht darüber. Armbeuge nach vorne. Enge Liegestütz.
wieder hoch, dreh dich zur anderen Seite. Push es, push, zieh, 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 push. Und push, zieh, zieh, zieh. Jawohl, zieh nach, letzten 8, 7, 6, schön rausziehen oben, noch 4, 3 noch, 2 noch, wir lösen, Knie ab, geh zurück, jawohl, kurz durchatmen, aber wir gehen schon wieder nach vorne, Achtung, in den Stütz, schöner Abgang jetzt hier. Ihr wisst, was kommt. Nach vorne. Puppe hoch. Bauch fest. Arme eng. Stopp Richtung. Brust nach unten. Halten. Halten. Und langsam ablegen. Jawohl. Das war's. Drück dich hoch. Kreuz die Beine hinten. Und wir gehen in die Rücklage. Zum Abschluss. Unser Bauch. Der darf nicht fehlen. Rückengerecht ablegen. Ein Bein nehmen. Nach hinten. Bein ist aufgestellt. Hände an den Kopf. Ellbogen nach außen. Schulter weg von den Ohren. Nehmt mal den Oberkörper nach oben, sodass die Schulterblätter weg sind. Ab hier hoch tief. Hoch. Hoch. Hoch und ab. Kleine Pushes. Zieh. Zieh. Blick bleibt Richtung Decke, so schräg zwischen den Beinen durch. Und der Kopf ist entspannt, Nacken entspannt. Legt ihn richtig schön in die Hände. 4, 3, Single. Jetzt. Hoch. Nicht ganz ab. Hoch. Nicht ganz ab. Hoch. Und 4 mehr. Lendenwirbel auf die Matte pressen. Becken ist gekippt. 4, 3, Push. Jetzt. Push. Zieh. Zieh, zieh, push. 4 noch, 3 noch, 2 noch. Single jetzt und 8, 7. Letzte Runde. Nicht ganz ablegen. Noch 4. Aber der Lendenwirbel, der muss abgelegt sein. Auf der Matte, Becken gekippt, push. Jetzt. Push. Gerader Anteil Bauch jetzt hier. Noch 4, 3 noch, 2 noch. Kurz ablegen. Wir lösen die Hände. Handfläche nach oben. Richtung Ferse jetzt. Oberkörper abheben. Hoch. Rechts schieben. Links schieben. Beide Schulterblätter sind jetzt weg vom Boden. Und die Hand, die jeweilige, die rechte zur rechten Ferse, zur linken Ferse. Schieb. Rechte Hand, rechte Ferse, linke Hand, linke Ferse. Lendenwirbel runterdrücken, bisschen schneller. Zieh, zieh, zieh. So, Blick wieder so schräg nach oben. Wenn ihr vom Nacken her Probleme habt, ja, wenn ihr einfach sagt, nee, mag ich nicht, ja, dann nehmt ihr einfach so ein bisschen die Hand an den Kopf. Zieht so ein bisschen seitlich. Das geht genauso. Ja, dann könnt ihr den Kopf ein bisschen stützen. Ansonsten, wenn es geht, Nacken so ein bisschen mittrainieren. Schieben. Schieb. 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 Noch 8, 7, 6, 4 mehr. Noch 4, 3, 2 Entlastung. Kopf jetzt ablegen. Rechtes Bein nach oben. Linkes Bein knapp über der Matte. Rechter Arm ablegen. Und linke Hand zieht zum rechten Fuß. Kleine Pushes. Zieh, zieh. Auch hier ist der Lendenwirbel wieder auf dem Boden. Nicht vergessen. Zieh, zieh. Letzte. 8, 7, 6, 5, 4, 3 und kurz lösen. Entlastung für den Kopf, für den Nacken. Linkes Bein nach oben,
rechtes Bein knapp über der Matte, Oberkörper hoch, rechte Hand zum rechten Fuß. Zieh, 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 zieh. Push, 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 zieh nach oben. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3 und löse. Beine kurz hernehmen, kleines Päckchen machen, kleine Bewegung von rechts nach links und atmen. Rechtes Bein ganz nach oben, linkes Bein ganz nach oben. Hände an den Kopf. Wir kommen zum unteren Anteil der geraden Bauchmuskulatur. Nur das Becken heben, nur Becken heben. Becken heben, hoch. Hände bleiben am Kopf, brauchen wir gleich dazu. Jawohl, ich hoffe, ihr seid noch mit dabei. Nur der Oberkörper, komm hoch. Becken bleibt liegen, hoch und tief. Komm hoch. Beide Schulterblätter kommen weg vom Boden. Jawohl, 4, 3, Oberkörper legt wieder ab. Nur das Becken heben, 4 Stück. 3, 2, Oberkörper heben und komm hoch, 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 Becken, 2 Stück, Becken heben, Oberkörper jetzt, hoch, Becken, Oberkörper, Becken, Oberkörperwechsel, Becken, Oberkörper. Nochmal. Becken, Oberkörper. Blickt zur Decke. Kopf entspannt in die Hand ablegen. Der Bauch bringt euch nach oben. Nicht das Ziehen am Kopf. Beides zusammen. Hoch. Hopp. Zieh. Und. Zieh. Hopp. Zieh. 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 Die letzte. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und ablegen. Oberkörper ablegen, Beine ran. Kleine Bewegung von rechts nach links. Eine letzte Übung zum Abschluss. Rechtes Bein bleibt dran am Körper. Linkes Bein knapp über der Matte. Hände an den Kopf. Die linke Schulter kommt zum rechten Knie und wir wechseln. Langsam. Langsam. Tempo. Jetzt. Hopp. Zieh. Zieh. Abschluss. Noch 4, 3 noch. 2 noch. Das war's. Und lösen. Kleine Bewegung von rechts nach links und durchatmen. Die Beine nacheinander aufstellen. Die Beine jetzt zur rechten Seite ablegen, Arme zur Seite. Und durchatmen. Zur anderen Seite. Und zur Mitte zurück. Die Beine aufstellen, Füße auf den Boden. Wir kippen das Becken. Drücken jetzt meine Lendenwirbel auf die Matte. Und lösen. Natürlich in Lordosehaltung zulassen. Hohlkreuz. Und wieder auf die Matte pressen. Und lösen. Einmal noch atmen. Tief ein und aus. Und lösen. Rechtes Bein nehmen. Mit ein bisschen Schwung. Nach oben kommen, ein Bein einschlagen, anderes Bein dazu. Wir stehen auf, machen uns rund, gerade, rund, langsam hochkommen. Wir gehen wieder hinter die Matte, rechter Arm nach oben, Hand zwischen Schulterblatt. Wir haben es geschafft, Leute. Andere Seite, kurze Dehnung noch für den Trizeps. Auslockern. Rechtes Bein nach oben. Sprunggelenk fassen. Dehnung für den Oberschenkel, für den Quadrizeps. Halten. Becken ein bisschen kippen.
gleiche Bein auf den Gegenoberschenkel absetzen. Dehnung Gesäß, Bein Außenseite halten. Und lösen. Andere Seite. Bein nach oben, Sprunggelenk schaffen, Standbein gebeugt. Immer noch schön aufrecht, leichte Bauch-Beckenbodenspannung. Und ins Bein absetzen. Jawohl. Und lösen. Wir atmen ein. Aus. Ein letztes Mal. Tief einatmen, Beine schließen. Ausatmen. Ich habe mich gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Ich würde mich freuen, ihr liked unser Video, ihr teilt unser Video. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie immer, wann immer ihr trainiert habt. Macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.